Seid willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play Leaf to the Metal Age. Und entschuldigt bitte, dass ich mich beim letzten Mal nicht verabschiedet habe, aber der Festplattenspeicher war voll und die Aufnahme ist abgeendet. Okay. Wir sind im Fertigungsbereich D und sollen jetzt den Regulierungszone herstellen. Ausgangsmaterialien in die jeweiligen Schächte an der Seite der Maschine. Jeweiligen Schächte. Auf mich gehen.
Vaters. In ihnen entstehen die Kinder des Erbauers, der Motox, die Diener, einfach alles. Das ist mein Geschenk an den Erbauer. Diese Kathedrale und alles, was sich darin befindet, dies soll das Herzreich des Erbauers auf Erden sein. Hier entstehen immer neue Wunder. Sehr schön. Okay, wir haben einen Regulierungszylinder. Bauteil 2 soll in die Siegelmaschine. Okay. Bauteil 3. Jetzt müssen wir den Fertigungsbereich E und das Ding an den Zündapparat schmeißen. Ich hoffe echt, mit dem nächsten Teil ist die Ruckelparty, was die FPS angeht, vorbei. Fertigungsbereich E. Was macht das Becken hier eigentlich? Es stellt Kraftpunkte wieder her. Nett. Ich glaube, ich schaue hier noch öfter vorbei. Fertigungsbereich E. Den kann Alarm schlagen und hier sind mit Sicherheit auch große Autos. Ich speichere. Gucken wir gerade auf die Uhr, wie lange ich jetzt spiele. Seit ungefähr 9 Minuten. Okay. Alles klar.
Beim Erbauer. Garrett, ich will euch zerfallen wie trockenes Laub unter meinen Stiefeln. Ja, das ist das Problem, wenn der Alarm losgeht. Diese beiden Ottos daraus. Ich habe nicht bestimmt. Es gibt kein Entkommen. Alter Schwede. Gleich hops geben, gehen, dann wissen wir, wir müssen uns einen alternativen Weg suchen. Ich überspeichere nicht unseren aktuellen Spielstand, da der relativ safe ist. Mit 5 Kraftpunkten macht sich das Ganze natürlich ein bisschen schlecht. Okay, er hat die 5 wieder ergriffen, mehr oder weniger. Er zieht sich nur zurück. Er kommt zurück! Dass er könnte auch durch die Tür da drüben kommen. Anweisungen erforderlich. Feindlich und gewalttätig. Wenn mich am Tag des großen Gerichts der Erbauer fragt, Karin Fehler, was hast du gemacht? Feindlich und gewalttätig. Will ich antworten? Ich habe für euch eine Kirche gebaut. Gemessen an euren unglaublichen Fehler. Ich formte getreue Kinder, schuf unzählige Werkzeuge, alles in eurem Namen. Nicht bestimmt. Ihr werdet Freund sein, und ich werde den Platz an seiner Seite einnehmen. Seid gewarnt. Sehr eindringlich. Autorisiert. Wo geht's hier oben hin? Ah. Ein Schleichweg. Bitte seid ihr laut. Eine fehlgeleitete Seele. Vernehmet die Worte des Karas. Mit dem Sch-
Schleichweg komme ich noch nicht weit. So, ich habe die großen Alarmbots jetzt ausgeschaltet. Mal gucken, ob ich da drüben noch hinkomme. Was noch an der Wand? Okay. Ja, klar. Logisch. Bitte seid ihr laut. Eine fehlgeleitete Seele. Vernehmt die Worte des Karas. Ich hoffe, wir sind nicht noch mehr solcher Tore. Kann ich ehrlich gesagt nicht gebrauchen. Eine fehlgeleitete Seele. Vernehmt die Worte des Karas. Guten Tag. So, der Zündapparat. Anweisung: Legen Sie das Ausgangsmaterial in das Becken auf der linken Seite der Maschine. Schalten Sie die Maschine mit dem Hebel ein. Die Endprodukte finden Sie im Becken auf der rechten Seite der Maschine. Okay, was steht da? Oh. Tagebuch von Bruder Celsus. Als ich heute von Vater Karas Rede in meine Kammer zurückkehrte, war mein Herz voller Sorgen. Er hat sich verändert. Erst heute wurde mir bewusst, dass ich diese schleichende Veränderung bereits seit langer Zeit beobachtet und mich der Wahrheit stets verschlossen habe. Es ist wirklich abschreckend, aus dem Munde eines der Kinder seiner Predigt lauschen zu müssen, da er selbst nicht einmal zu diesem Anlass seine Schutzkammer verlässt. Auch der Inhalt der Predigt war beunruhigend. Wozu diese Andeutung, dass niemand von uns jemals so loyal sein könnte wie eine Maschine? Obwohl ich immer noch an den Segen der Technik glaube, hat die bedingungslose Verachtung an der natürlichen Dinge meinen Glauben erschüttert. Auch hatte ich den Eindruck, dass Karas sich in seiner Predigt häufig mit dem Erbauer gleichstellte. Eine Anmaßung, die ich nur verurteilen kann. Viele meiner Brüder scheinen anders, als ich auf diese Predigt zu reagieren. Sie jubelten und priesen Karas wie immer. Allerdings befürchte ich, dass viele von ihnen nicht wirklich zuhören und zu unbeseelten Puppen verkommen. Doch ich sah auch einige nachdenkliche und ernste Gesichter. Vielleicht finde ich bei unserem nächsten Seminar in Eastport den Mut, diese Brüder anzusprechen und mit ihnen die Situation zu diskutieren. Hat nicht Karas selbst angeordnet, dass wir uns in der kommenden Woche von Soulforge fernhalten sollen? Ich mag den Bruder Celsus. Er denkt nach. Wenn die Pläne stimmen, müsste es eigentlich funktionieren. Gut, jetzt habe ich einen Leitsender. Jetzt muss ich noch kurz mit den Metallen durchgehen. Im dritten Stock der nördlichen Apsis. Okay. Auftrag, ich muss hier raus. Dann spannend. Denn dann muss ich ein paar Signaltürme finden und diese auf B umschalten.
Aber es ist verdächtig still. Ich glaube, er hat von meiner kleinen Sabotage nichts bemerkt. Wäre besser. Das mache ich nicht grundlos. Ich mache mal eine Blitzbombe fertig, denn damit kann ich ihn neutralisieren. Für einen Augenblick zumindest. Sehe Spuren. Ich habe nicht autorisierter Mensch. Seid gewarnt. Otto entkommen, das hilft erstmal in einem weiteren Stück. Welcher Punkt? Der sucht mich. Suche, bis du ihn gefunden hast. Der Eindringling. Seid gewarnt, Eindringling. Ich habe gesehen. Ich habe nicht bestimmt. Es gibt kein... Seid gewarnt. Es gibt kein Entkommen. Eindringling. Was? Ihr lebt immer noch? Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Feindlich. Vor langer Zeit erkannte ich, dass die Ja, gut. Das ging in die Hose. Gut, jetzt muss ich glatt mal gucken. Wenn ich da lang gehe, kann ich zwei Signaltürme aktivieren. Vorausgesetzt, ich werde nicht bemerkt. Hier sind nur 7 abgebildet. Ah, okay, und da ist der 8. klar. Tja, da niemand behauptet, dass es leicht wird, ne? Allein das anzunehmen wäre töricht. Es gibt keine Entkommen. Nicht autorisierter Mensch. Dann
meine, es ist das letzte Level. Könnte allerdings ein bisschen Heilung vertragen zwischendurch mal. Stehen Autos. Mit Sicherheit. Geht's zum Signalturm. Und es gibt hier nur einen. Wasser ist zum Glück relativ safe. Keine Verletzung. Ich spreche jetzt die ganzen Maskendinger und später noch Nachforschungen. Müssen noch zwei der Sendeantennen umgestellt werden. Wachsen die hier noch? Zu gehen.
Dann ist es hier drin nicht so laut. Kommen. Laut Aufgaben, ja. Der Weg nach oben. Ah, da, der Fahrstuhl. Das war gewagt, aber erfolgreich. Bleib mal kurz im Schatten stehen hier. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Turm. An diesem Punkt kann ich mich noch umentscheiden und zu einem anderen der 8 Türme gehen. Scheibenkleister. Ich weiche noch nicht von meiner Entscheidung von eben ab, aber ich muss irgendwie einen unauffälligeren Weg durch diesen großen Raum finden und irgendwas mit dem Fahrstuhl anstellen. Zuerst die Fußsoldaten loswerden. Vor allem den großen Otto. Vier Pfeile habe ich. Aus dem Weg geräumt.
Fall noch am Leben, Garrett? Ihr springt wie eine Maus herum. Und wozu? Warum versucht ihr nicht einfach, alle meine Diener zu zerstören? Oh, oder sind 30 Häuser in einer Nacht nicht zu bewältigen? Ihr verschwendet in den letzten Stunden eures Lebens nur eure Zeit. Ebenso gut könntet ihr auf einem Feld euren Tod erwarten. So. Ach, da sind die Knöpfe. Ich hab mich schon gewundert. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Thief to the Metal Age. Und dann machen wir Karas die Hölle heiß. Bis dahin. Tschö, mit